Liebe Whisky-Fans, heute zum Dienstag ist wieder Sample-Zeit. Da will ich euch ein weiteres kleines Sample aus meiner Reihe vorstellen. Und zwar ist heute dran der Tamnavulin Tempranillo Cask. Ein Speyside aus dem Travel Retail. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, liebe Whisky-Freunde, ich begrüße euch zu meinem Kanal Schorns Whisky-Ecke, dienstags Sample-Zeit. Ihr könnt mir übrigens, wenn ihr das mal wollt, gerne schreiben, ob ihr das Konzept so, ja, so okay findet oder ob ihr sagt, ne, lieber freitags ein richtiges Video. Ich hatte mir jetzt gedacht, in loser Folge, also nicht jeden Dienstag, mal so ein Sample vorzustellen und freitags dann ganz normal eine richtige Flasche, das, ja, ob ihr das so mitgehen würdet oder ob ihr lieber sagt, na, ein Video in der Woche, das reicht, mehr gucke ich sowieso nicht, weil es gibt ja so und so viele YouTuber, die da täglich manchmal mehrere Videos einstellen, also das habe ich jetzt auf gar keinen Fall vor, dafür habe ich auch gar nicht die Zeit, es ist ein reines Hobby von mir und da dachte ich mir, da ist dienstags vielleicht mal gar nicht so schlecht, mal so ein kleines Fläschchen, so einen kleinen Kollegen vorzustellen. Und heute habe ich mir gedacht, den Tamnavulin Tempranillo Cask stelle ich euch mal vor. Den habe ich jetzt schon eine ganze Weile bei mir rumstehen. Ist eine Ausgabe aus dem Travel Retail, kommt eigentlich als Literflasche auf den Markt. Und ich habe mal so ein Sample geschenkt gekriegt von lieben Freunden. Und da dachte ich mir, wäre es heute vielleicht mal Zeit, den zu öffnen. Ja, Tamnavulin, da hatte ich euch schon, das ist schon ganz, ganz lange her, fast meine Anfänge, den Double Cask vorgestellt. Der hatte mir gar nicht mal so schlecht gefallen. Der war recht ordentlich. Tamnavulin macht ja überwiegend so Whiskys im, ja, ich sag mal, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber im Sparpreissegment, so in der Range zwischen 20 und 40 Euro. Also haben natürlich auch für den asiatischen Markt so Vintage-Ausgaben, 18, 20 Jahre, die dann auch relativ viel kosten. Aber diese Standard-Whiskys, die sind alle so zwischen 20 und 40 Euro. Und ja, Tamnavulin ist eine Brennerei, noch recht jung, 1966 gegründet von Invar Gordon. Ja, ganz in der Nähe des Flusses Livet in Ballindellach gelegen. War dann, ja, kurze Zeit später auf White & McKay übergegangen, die das dann auch mal kurz schließen mussten. Und White & McKay ist dann 2014 auf Emperador International Limited übergegangen oder verkauft worden. Und seitdem ist das sozusagen der Eigner von Tamnavulin. Und die machen immerhin im Jahr 4 Millionen Liter Destillat auf 3 Wash und 3 Spirit Stills, also gar nicht mal so wenig. Machen also viel, viel, viel Masse. Haben also in der Standard Range, wie gesagt, den Double Cask, den Sherry Finish und jetzt relativ viel mit anderen. Jetzt kam vor einem viertelhalben Jahr German Pinot Noir raus und Sauvignon Blanc. Also diese vielen, vielen Wein Finishes machen sie also recht gerne. Und heute habe ich hier diesen Tempranillo Cask. Tempranillo ist ja eine, ja, eigentlich die bedeutendste Rotweintraube Spaniens. Der Name leitet sich ab von Temprano, das heißt früh. Und Tempranillo ist dann die Verkleinerungsform, also eigentlich, ja, kleines Früh, wenn man es so wörtlich übersetzt. Wird also gerne küviert oder gewettet, wenn man so will, im Weinjargon mit anderen Rotweintrauben, also gerade für den Rioja. Also Tempranillo ist eine ganz, ganz weit verbreitete Rotweinrebsorte in Spanien hauptsächlich. Zu dem Whisky ist nicht viel zu sagen. Er kommt mit Mindeststärke mit 40 Volumenprozenten daher. Das ist übrigens bei, glaube ich, allen Tamnavulin Whisky ist so, ist leider gefärbt,
Ich nehme mal an, auch kühlfiltriert. Und wie gesagt, das ist eine Ausgabe für den Travel Retail im Literformat. Ich werde es euch dann die Flasche mal einblenden. Der ein oder andere wird sie schon kennen. Und ja, genug geschwafelt. Fangen wir dann mal an mit der Verkostung und Verriechung. Über die Farbe brauchen wir nicht diskutieren. Das ist eigentlich ein schöner, satter Goldton, aber da der Whisky gefärbt ist, kann man jetzt nicht sagen, ob das Zuckercouleur großen Einfluss genommen hat auf die Farbgebung oder ob das jetzt weitgehend auch vom Fass ist. Also es ist ein No-Age-Statement, wie fast alle Tamnavulin-Ausgaben, und hat, wie gesagt, erstmal in Ex-Birnenfässern gelagert und ist dann in Tempranillo Cask gefinisht worden. Wie lange weiß man nicht. Gibt es also wenig Angaben dazu. Ja, dann wollen wir einfach mal sehen. Ja, eine schöne frische Fruchtigkeit hat man hier so. Ja, was könnte das sein? Schon rote Beeren, muss man sagen, so Himbeeren, rote Stachelbeere. Aber auch eine schöne Vanille. Vanilligkeit mit im Geruch. Also Alkohol bei 40 Volumenprozent überhaupt nicht bemerkbar. Ja. Dann zum Wohl. Bitzelt am Anfang ein bisschen so auf der Zunge. Ich weiß nicht, ob das vom Alkohol von der Jugend vielleicht noch ist, aber doch einigermaßen würzig dann auch. Und dann kommen wieder diese Waldbeerenfrucht leicht durch. Also jetzt nicht kräftig, aber man merkt diesen Fasseinfluss von den Rotweinfässern. Abgang ist ja nicht sehr lang. Also ich würde sagen, kurz bis mittellang. Ja, es könnten durchaus 3 oder 6% mehr Alkohol sein. Die würden vielleicht dem Geschmack etwas gut tun. Ja, jetzt habe ich doch noch eine Malzigkeit. Kräuter. Aber der bärige Einfluss ist quasi der Haupteinfluss. Kann man mal machen. Das ist ein für meine Begriffe so ein typischer Sommer-Terrassen-Whisky, leicht, nicht groß anstrengend, auch nicht wundersam komplex. Also das ist ein Easy-Drinking-Whisky in trauter Runde. Da kann man den ganz gut weggenießen. Für anspruchsvolle Genießer sicher nichts, aber man muss auch den Preis sehen. Ich glaube, die Literflasche kostet 35, 36 Euro so etwa. Das ist umgerechnet auf eine 07er Flasche ja dann entsprechend, ja, Ende 20 Euro. Da kann man, glaube ich, für zwischendurch nichts falsch machen. Ist also ein durchaus guter Einstiegswhisky oder auch Sommerwhisky, wie ihr mögt. Ist natürlich kein Muss, aber ich finde, Tamnavulin macht
gute Sachen mit ihren Weinnachreifungen. Und ja, das soll es zwischendurch heute gewesen sein. Schreibt mir mal, ob ihr ihn schon hattet, was ihr da für Erfahrungen hattet. Und lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ansonsten bis diesen Freitag in alter Frische. Bis dahin, euer Schorn.